Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich mit meiner Action-Kamera Action 4 filme und ich hoffe, dass alles gut geht. Hier rauche ich eine Peter Lehmann Pfeife. Rauchen wir dann später fertig. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt will ich euch mal was zeigen. Jetzt werdet ihr euch denken, Mensch, jetzt ist das schon wieder so dunkel bei denen. Ich bin jetzt in der Wohnung, es ist, ich schaue da auf die Uhr, sieht, nein, seht ihr nicht. Da ist das Fenster gleich 18 Uhr und jetzt passt zu mir auf. Da machen wir ein Auspackvideo. Licht an. Bam. Spot an. Bam. Und was sagt ihr jetzt, meine lieben YouTube-Freunde? Jetzt glaube ich, sieht man das. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, ich habe mir da zwei so Strahler gekauft. LED-Strahler. Und ich glaube, dass das was bringt. Oder ich hoffe, dass das was bringt. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, und dann gehen wir gleich zur Sache. Ich denke mal, dass jetzt da nicht die Kamera wie umstellen muss oder rüberklappen muss, sondern dass das jetzt so klappt. Ich habe jetzt mal Weitwinkel eingestellt und seit gestern habe ich das Paket da. Aber heute, seht ihr, alles noch verschlossen. Heute habe ich erst die Lampen bekommen und dann habe ich gedacht, das mache ich mit euch jetzt so auf. Schneiden wir mal auf. Ja, bis jetzt schaut es schon mal gut aus. Da wird auch immer dann so runter müsst und so, so, so. So, dann schneiden wir mal da auf. Und zwar habe ich ja das schon euch vor angekündigt, dass ich da eine schöne Pfeife mir gekauft habe. Und zwar eine Peterson. Eine Peterson. Und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und dann reden wir gleich weiter. Packt man mal das einmal da aus. Aha. Ein riesen Schachtel und so ein kleines Teil da drin. So, wo tue ich das jetzt mal da hin? Daher. Ja, meine lieben YouTube-Freunde. Ich hoffe, dass jetzt das klappt da mit der Filmerei, dass das nicht so dunkel zell ist, weil da muss ich noch irgendwas noch einstellen, aber das wird schon klappen, denke ich mir jetzt. Und zwar seht ihr das, meine lieben YouTube-Freunde. Das ist eine Pfeife von, halt's mal sehen, oh, die schaut ja super aus im Licht, ha? Eine Pfeife, die ist gekauft worden beim Pfeifenhuber. Und zwar ist es die Peterson Dublin Super, heißt die. Und das ist die Nummer 21, steht auch hier. Limitierte Auflage von 150. Okay. Und ich habe ja das vorher angekündigt, was ich da gezahlt habe. Was habe ich jetzt gezahlt? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, weil ich mir so viel Klunk kauft. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist schon krank. He? Aber ins Grab kann ich es auch nicht mitnehmen, sage ich immer. Frau lacht dann immer. Okay, und jetzt schauen wir es einmal. Ich glaube 90 Euro oder was jetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe es, glaube ich, hingeschrieben. Ich müsst mal schauen, da. Es ist ja alles vorgeschrieben, was ich da gezahlt habe. Machen wir es jetzt einmal auf zusammen. Nein, machen wir es so auf. Ich weiß selber nicht, was, wie das jetzt ausschaut. Oh! Schaut mal her, meine lieben YouTube-Freunde. Schaut doch toll aus, oder? Was steht da? Da ist ja auch was. Georg Huber Jahrespfeife. Georg Huber Jahrespfeife. Peterson Dublin. Jawohl. Da ist das schöne Stück da drin gewesen. Und jetzt schauen wir es uns einmal zusammen mal genauer an.
Jetzt habe ich schon gemeint, meine Kamera geht nicht, weil die jetzt ausgeschaltet ist, die Action Cam, aber ich kann es da übers Handy anschauen und es läuft weiter. Ich hoffe jetzt, dass ich da weiterhin das jetzt aufnehme. Und so schaut jetzt die aus, meine lieben YouTube-Freunde. Hier steht Peterson, Sterling Silber und eine Stempelung. Das kann jetzt samt der Brille nicht lesen. Dann steht hier Peterson Produkt made in Irland. Made of Irland, so. Und hier Huber Premium. Select, oder wie das heißt. Wie gesagt, die kannst du nicht gescheit lesen, samt der Brille und samt dem mein super gutes Licht. Hier ist auch was gestempelt, aber fragt sie mich nicht was. Da müsste ich jetzt meine Lupe holen. Peterson, ja genau, Peterson und auch eine Stempel, ich schätze mal das Silber. Schaut mal her, meine lieben YouTube-Freunde. Das ist die Pfeife. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Original kostet hat. Ich keine Ahnung. Aber ich sage jetzt einmal, ihr habt halt 90 Euro. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube 90 Euro habe ich gezahlt. Ja, 90 Euro. Gell? Und so schaut die aus. Dann schauen wir mal da rein. Ist natürlich gefiltert. 9 mm gefiltert. Bin zwar ohne Filterraucher, aber ich habe mir gedacht, nee. Schaut jetzt da bloß rein, alles picobello, also das ist aufbereitet worden, schreibt er, ah, da hängt noch das Wachs da dort. Seht ihr? Das kann man dann wegmachen, seht ihr? Das Wachs. Also super aufbereitet worden. Und dann schauen wir mal, wie das da am besten gehört. Ich denke mal so jetzt da. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also für so eine limitierte Auflagepfeife muss ich jetzt ganz ehrlich sein auch, müsste das Holz schon auch ein bisschen besser sein. Gell? Von der Maserung her und von der Farbe her oder so. Von der Maserung her, ja, sag ich jetzt einmal. Aber mei, das ist halt einmal ja so. Gell? Wie gesagt, limitierte Auflage. Weißt du noch gar mal, was für Jahrgang das war? Ach, da steht es ja. Ich habe das nicht alles im Kopf, ne? Von 1992 ist diese Pfeife. Also sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt schaue ich mal da innen rein. Also riechen tut es noch gar nichts. Also kann man schon rauchen. Gutes, großes Füllvolumen. Ja, meine lieben YouTube-Freunde. Schauen wir mal. Ich muss sagen, sie ist auch super leicht. Also, ja, wie gesagt, halt, so für das Geld reell hätte mir die Pfeife jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht gekauft, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Weil, wie gesagt, das Holz auch mir nicht so jetzt zusagt. Aber es ist halt einmal jetzt so, das ist eine limitierte Auflage, mein Gott, 21 für 150. Wurscht, ich wollte es unbedingt haben, jetzt habe ich es und freuen tue ich mich natürlich schon, das ist schon klar, aber ich hätte es mal nie gekauft für das Geld, ich weiß nicht, was die damals kostet, über 250 Euro, denke ich mal, oder so, ganz bestimmt vom Pfeifenhuber, der hat auch seine Preise, ne? Zeige es euch jetzt noch mal ganz kurz und dann habt ihr schon wieder mal Ruhe von mir. Dann das nächste Video zeige ich euch was ganz was Spezielles. Das hat jetzt nichts mit Pfeifen zu tun oder so oder mit Tabak, sondern ganz was anderes. Bleibt dabei. Also so geht's schon, oder? Was sagt ihr? Schreibt mal eure Kommentare rein. Die mich freuen, was ihr dazu sagt. Hättet ihr es euch genommen für 90 Euro oder nicht? Wenn nicht, kann ich auch nichts dafür. Ich habe es jetzt genommen, mein Gott. Okay, meine lieben YouTube-Freunde, das war's dann schon wieder. Dann wünsche ich euch wir haben ja schon 18 Uhr, bis ihr das seht, weiß ich es ja nicht. Vielleicht schaut es an einer Mittagszeit an oder so. Ich wünsche euch jetzt aber einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.
ist immer noch Wachstum. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Und wie immer, würde mich freuen über ein Abo oder über ein Like. Kostet euch nichts und mich würde es freuen. Also in diesem Sinne, was ist dann schon für euch? Jetzt schauen wir mal, ob wir das alles ausschalten können. Servus, Donner. Bleibt gesund, gell?